Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Das Flüstern des Lebens von Katharina Fuchs mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Das Flüstern des Lebens von Katharina Fuchs mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen. Ich habe es bei der Buchboutique gewonnen und ich bin sehr dankbar dafür. Ich finde, das ist so schön gemacht, schon allein das Cover. Das sieht so interessant aus. Ich mag das mit diesen weißen Rändern hier. Das ist der Rücken. Und der Klappentext. Der hat mich ursprünglich verführt und die Leseprobe hat mich dann gekriegt. Jetzt lese ich ihn euch mal vor. Isabelle erfährt erst nach dem Tod ihrer Tante Corinna von ihrem unerwarteten Erbe, einer Kaffeeplantage in Tansania. Noch ahnt sie nicht, dass dieses Vermächtnis mehr als ein Stück Land und ein altes Farmhaus birgt, nämlich ihre zweite Chance auf ein neues, erfülltes Leben. Mitten in der atemberaubenden Natur führt das Schicksal Isabelle eines Tages mit Frank zusammen, dem Piloten einer Propellermaschine, die auf der Sandpiste ihrer Plantage landet. Und dann gibt es auch noch Hannah, Corinnas 14-jährige Tochter, von der niemand in der Familie wusste. Klingt doch interessant, oder? Ja, und ob mir der Rest des Buches auch so gut gefallen hat wie die Leseprobe, erfahrt ihr jetzt. Der überraschende Tod ihrer Tante wirft nicht nur Isabelles Leben durcheinander, auch das ihrer Mutter, ihres Bruders und ihrer bis dato ihr unbekannten Nichte. Warum hat Corinna ihnen allen die Existenz ihrer Tochter verschwiegen? Egal, Isabelle und ihre Mutter nehmen das Mädchen auf und geben ihr Bestes, um Hannah beizustehen. Als dann jedoch das Testament verlesen wird, gibt es einige Überraschungen. So geht zum Beispiel ihr Bruder, entgegen dessen Erwartungen, komplett leer aus, bis auf einen Umschlag mit etwas Geld. Und Isabelle erbt ihre Plantage in Tansania. Was hat sich Corinna bloß bei all dem gedacht? Das Buch wird aus vier Perspektiven erzählt. Isabelles, Hannas, Doris, Isabelles Mutter, und Moritz, Isabelles Bruder. Es erlaubt einem zwar Einblicke in ihre alle Gedanken, aber mir entsteht dadurch ein zu großes Kuddelmuddel. Ich empfand die verschiedenen Perspektiven oft als recht befremdlich. Ebenso wie die Tatsache, dass Isabelle ihre Mutter beim Vornamen nennt. Auch der Schreibstil war im Großteil des Buches für mich zu geschwollen und alt bezüglich der Wortwahl. Ich empfand ihn als nicht ganz rund und ab und an sogar als richtig störend. Er war insgesamt nicht meins. Ich hatte mit den Charakteren von Anfang an meine Probleme. Ich kam keinem von ihnen wirklich nahe, sondern fühlte mich andauernd auf Distanz gehalten. Vielleicht lag das am Schreibstil, vielleicht auch an den Perspektiven. Oder es war eine Kombination aus beidem. Jedenfalls fand ich alle Charaktere irgendwie komisch. Vielleicht lag es auch an mir. Ich empfand sie alle als sehr blass und unecht. Es fehlten die Ecken und Kanten und viele Gedanken und Taten konnte ich nicht nachvollziehen. Ich fand den Afrika-Teil etwas besser, aber zu glatt. Irgendwie war die ganze Zeit immer direkt klar, was passieren würde. Auch wenn neue Nebencharaktere eingeführt wurden oder Probleme auftauchten, ruckzuck war alles geklärt. Gerade Isabelle machte eine Entwicklung durch, die bei mir nicht ganz ankam. Ich fand sie nicht glaubwürdig und mir fehlte irgendwie die Basis dafür. Mir fehlte der Grund. Als würde ein Schluck afrikanisches Wasser reichen, um sie um 180 Grad zu verändern. Viele historische Themen werden angerissen und erwähnt, aber es folgt darauf einfach nie etwas. Mir kam es immer wieder so vor, als habe die Autorin einfach Stichpunkte abgehakt, was ihrer Meinung nach in einem Afrika-Roman vorkommen müsste. Das klingt jetzt etwas fies, aber so kam es mir beim Lesen einfach vor. Mir fehlte bei diesem Buch leider ganz, ganz viel. Wo es an Umfang hätte gekürzt werden können, fehlt es an Gefühl und an echten Charakteren mit Tiefgang, zu denen man Nähe aufbauen und mit denen man mitfühlen kann. Mir war vieles zu losgelöst. Der Schreibstil war leider überhaupt nicht meins. Das war mir alles in der Leseprobe nicht so krass aufgefallen, aber im Roman selbst, dann relativ bald nach Ende der Leseprobe. Ich empfand ihn als zu geschwollen und alt. Es gab einiges, was mich sehr irritierte, und die vielen Perspektiven waren auch keine Hilfe. Einiges empfand ich auch als befremdlich. Es tut mir leid, aber ich kann dem Buch echt nicht mehr als einen Stern geben.
Ich wünschte rückblickend, ich hätte das Buch abgebrochen. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!